Jo, na? Willkommen zu unserem Vlog zur LWM, der wie immer in alter Manier von uns moderiert wird, insbesondere von mir anmoderiert wird, weil Hasi kann nicht anmoderieren. Ich habe gesagt, moderiere an. Das kann man eigentlich als Anmoderation gelten lassen. Aber da hatten wir noch keinen Ton. Wir waren auf der Leipziger Buchmesse vom 17. bis zum 20. 20. März 2016. Wuhu! Es, ja, war von Pannen geplagt. Noch Oh und ja, nöcher. von unvorhergesehenen Dingen noch und nöcher. Und eure heutigen Moderatoren sind Dimi Lemie und Liu. Hasi und ich. Auf jeden Fall haben wir sehr, sehr viel Videomaterial aufgenommen, mal wieder. Also hauptsächlich sie, weil ich war dann. Das wird dann der Cliffhanger vom zweiten Teil oder so, was dann passiert ist. Aber die meisten wissen es mit Sicherheit schon. Und wir werden uns diese Videos jetzt angucken und dazu labern, was uns einfällt. Let's go. So, da haben wir nämlich hier schon mal ein mega geiles Foto. Wozu ich nämlich noch eine Geschichte erzählen muss. Eine sehr lange Geschichte. Halt dich, bitte fass dich kurz. Es war scheiße. Gut. Das habe ich erst gar nicht. Warum bist du unscharf? Wir sind beide Wir sind unscharf. beide unscharf, weil er die scheiß Scheibe immer scharf gestellt hat. Weil die so dreckig war. Ich hab's nicht scharf gekriegt. Er hat immer noch die Naja, was willst du auch anderes scharf kriegen? Ich meine, Chemnitz ist jetzt nicht so hübsch. Und Gemagert so. Schönen guten Morgen. Jetzt hat der Garderobenmann gesehen, dass ich so gemacht habe, und jetzt denkt er, ich bin schlecht geworden. Sagen Sie doch mal, wo wir heute sind. Nun, wie Sie sehen können, sind wir an der Mauer Maria, die ja bekanntlich gefallen ist, wegen Warum steht sie Titanen und dann hier so. noch? Psst. Das macht doch gar keinen Sinn. Ich bin wie immer super freundlich im Levi-Cosplay. Mega nett. Es war Freitag früh, Es war Donnerstag. Donnerstag früh, da sind wir gerade angekommen. Du hast Levi gekostet. Aus Attack on Titan in der Einzelperson. Ja, das war ein Improvisations-Cosplay, weil wir waren eine Woche vor der LBM nicht da. Wir waren in den Niederlanden und danach habe ich quasi mir den Arsch aufgerissen, meine zwei unfertigen Cosplays, nämlich Nax und Metaton, noch fertig zu kriegen. Und ich wollte am Donnerstag ja Metaton tragen. Aber als ich einen Tag davor mit dem Cosplay endlich fertig war und es angezogen habe, habe ich nur so gesehen, wow, das sieht so unglaublich scheiße aus. Ich möchte nicht, dass mich jemals irgendjemand darin sieht und ich werde es nochmal überholen, ehe ich das dann zum ersten Mal trage. Aber ich dachte mir so, ja, ne, in Zivil magst du dann auch nicht auf die Con gehen, also. Ich finde aber, dass es gut aussieht. Ich sehe immer gut aus als Levi, aber es war halt kein neues Cosplay und die AWM ist immer so Debüt-Con, Ich meine weißt aber auch als Metaton, dass du gut du. Hä? Nee. Das Wetter war endgeil. Ich glaube, das war der einzige Tag, wo das Wetter so endgeil war. Echt jetzt? Ja, super leer alles noch. Das ist unglaublich, wenn man das mit Samstag vergleicht. Da unten steht keine Sau. Nein, das war natürlich Schmarrn. Wir sind hier auf der Buchmesse in Leipzig. Es ist Donnerstagmorgen, wie man unschwer in diesem furchtbar leeren Gang erkennen kann. Da ist die Mauer Maria. Miso, die ist gefallen. Die ist Geschichte. Sie ist nicht mehr da. Sie ist Ist die nicht mehr Mauer Maria existent. echt gefallen? Ich Sie weiß ist das gerade tot. immer. Sie Die Shingashina ist gefallen. Ich habe den Manga lang nicht mehr gelesen. Vielleicht sollte man dazu sagen, dass ich den Anime nicht gesehen habe. Zumindest nicht so viel, Natürlich dass ich hast sagen du. könnte, ich habe voll den Plan davon, was ich nicht habe. Mindestens 15 Episoden gesehen. Ja, aber ich kann mich daran überhaupt nicht mehr erinnern. Hast nicht gesehen, wie ihr Leben ist abgestorben. Nein. Doch. Du kennst den Schmerz nicht. Doch, das habe ich dann irgendwann mal voll zusammenhangslos mit dir angeguckt. Ja, stimmt. Und ich habe überhaupt nicht verstanden, warum du deswegen so traurig warst. Weil Menschen gestorben sind, war sie. Ah ja. Levi hat ein bisschen Altersschwäche mit Demenz und so. Welchem Haus eigentlich gefallen? Wessen Titanen? Wer bin ich? Außerdem habe ich das gesehen. Natürlich habe ich das gesehen.